So, sind wir jetzt hier drin durch? Nein, sind wir immer noch nicht. Denn da hinten gibt's auch noch was. Natürlich, weil ich hatte nicht bedacht, dass es hier unten noch was gab. Ah, verdammt. So, wo müssen wir jetzt eigentlich lang, um da hinzukommen? In die Richtung. Na dann, rüber geht's. Ja. Wir können durch die Tür durch, oder? Ja, können wir. Ach ja, stimmt. Das war die Sache, als dann die Leute des angeblichen Black Mass hier Bomben gelegt haben. Wirklich, Batman. Wirklich jetzt. Kurz mal schauen. Ja, ich muss alle 4 Sekunden auf die Karte schauen. Sicher ist sicher. In diesem Raum. Hinter diesem Gitter, nicht wahr? Oder nicht Gitter, sondern hinter diesem Deckel. Natürlich. Okay, Batclaw. So. Eins fehlt noch hier unten. Und dieses eine ist ganz am Arsch der Welt. Wie auch sonst. Falsche Richtung. Was war das jetzt? Interessant auf jeden Fall, das war's. Ah ja. Wie lange das schon wieder her ist. Willst du mich verarschen? Okay. Ich hab kurz überlegt. Ah, passiert nichts. Also wir könnten jetzt einfach das GCPT-Kurs mal sprengen. Uns eingeschlossen, aber Spiel sagt nö. Sieh an. Ankerpunkt. Okay, das war, glaube ich, nicht so, wie es sein sollte. Wo Geier müssen wir hin? Batman, was machst du für eine Scheiße? Batman! Ah, gut. Wir müssen dahin, dann durch die Tür. Wo ist diese Tür? Ach, da. Gott. Wenn Dinge nicht so klappen, wie sie sollen, dann passiert genau das. Wo sind wir jetzt? Genau am anderen Ende des Raums. Sicher doch. So, da unten müssen wir hin. Also keine Spirenzchen machen, Batman. Und mit keine Spirenzchen meine ich, kletter da halt mal drüber, du faule Fledermaus. Ah, natürlich. Zack. Alter! Der setzt sich nicht auf das Gitter! Jetzt sind wir schon wieder hier. Oh Gott. Ah, ne, wir sind hier. Gut. Alles gut. So, komm hoch. Au. Jetzt macht er, was er will. Denk nicht mal daran, dich wieder zu versenken. So.
bevor irgendwas da passiert. Jetzt können wir endlich langsam hier raus. So, direkt gegenüber von uns. Da. Und da haben wir schon, was das Problem ist. Komm, geh da durch und heb das einfach auf. So, damit haben wir dieses Gebäude jetzt auch leer, oder? 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 So, hier haben wir leer. Da haben wir leer. So, Enigma, du elendiges, dreckiges Industriegebäude. Da. Gut, zuerst mal müssen wir rauskommen. Sonst können wir gar nichts machen. Wie kommen wir hier raus? Wie kamen wir hier rein? Dadurch. Wieso werden wir dann hier? Können wir hier wirklich nicht raus? Ist das wirklich nur für den Riddlerkram da? Du Flattermann, dreh mal nicht durch hier. Komm, geh da durch. Ja, hätte ich auch nicht gedacht. So, wie kommen wir wieder raus? Da lang, oder? Da lang ist richtig. Ist es nicht? Oder ist es doch? Riddler-Rätsel in Gebäuden, das ist einfach nur assig. Sehr, sehr. Ja, ich bin froh, dass das GCPD auf guten Grundlagen steht. Das Gesetz wird auf jeden Fall gut umgesetzt werden können. Unter solchen Umständen. Wie kommen wir wieder hoch? Ach ja, so. Dumm. Der Ausgang ist hier. Nein, ist er nicht. Natürlich. Ich glaube natürlich dem Schild und nicht der Karte. Der Ausgang ist hier. Jetzt gehen wir erst einmal zurück in die Batcave. Jetzt gehen wir erstmal zurück in die. Ich will in die Batcave. So, können wir jetzt in die Batcave? Hui! Warum gehen wir die Batcave? Natürlich nur aus einem einzigen Grund. Um am Batcomputer-Spiel zu zocken. So, wo ist Alfred? Und, ja doch, ich dachte ganz kurz mal unsere Anzeige von, ich dachte kurz, unsere Anzeige von Rüstung würde nicht mehr vollgehen. Willkommen zurück, Sir. Was gibt's? Ich darf Sie beglückwünschen. Edward Nashton ist auf der Flucht. Wer? Oh, natürlich, Enigma, Sir. Sein wahrer Name ist Edward Nashton. Hat für die Polizei gearbeitet. Abteilung für Cyberkriminalität. Erklärt so einiges. Ich muss ihn finden, bevor er wieder von vorn anfängt. Wir kennen jetzt seine Identität. Sobald er wieder auftaucht, und das wird er,
können Sie ihn schnappen. Sie haben seine Operation lahmgelegt, also sollte er harmlos sein. Zumindest für ein Weilchen. Beim kleinsten Zeichen von ihm gibst du Bescheid. Natürlich. So, Alfred? Gibt es Neuigkeiten? Nichts, was Sie nicht schon wüssten, Sir. Alles klar. Karte. Jetzt gehen wir erstmal hier aufräumen. Da räumen wir diese komischen Leute weg. Alter, die Karte, die Steuerung. Hin da. Hui. Wir sind auf dem richtigen Weg, oder? Nein, sind wir natürlich nicht. Da wollten wir hin. Das ist der! Komm! Hey, wirst du wohl schon. So. Einfach nur, weil die kurz mal auf dem Weg waren. Das macht Batman halt so, der fliegt über die Straßen und puncht einfach random Leute weg. Da haben wir die Person. Ich muss sagen, ich habe nicht erwartet, dass die Nacht für mich als freier Mann endet. Mein eigenes, persönliches Weihnachtswunder. Tja, nun, ich würde den Kopf unten halten, wenn ich du wäre. Ich habe gehört, die Fledermaus sucht nach Typen wie dir. Nach allem, was heute Nacht gelaufen ist, würde man annehmen, dass der sich mal zurücklehnt. Ist nicht sein Stil. Nein, ich schätze nicht. Das ist korrekt. Boah, den direkt ausge... Oh, Schildarsch, natürlich. 2. Komm, jetzt, so. 3. Wie viele Schilde kann man haben? Genau, und einer mit der Schusswaffe. Alter, ich will den Typen... Oh, ich hasse Schilde. Können wir nicht mit Klebegranaten ausschalten? Oder damit. Ah, das geht. Oder? Entschuldige mal bitte, aber ich versuche gerade was. Und du bleibst liegen. Okay, einzige Möglichkeit ist das hier. So, warum machen wir es nicht eigentlich immer so mit dem Explosivgel? Du bleibst liegen, mein Freund. Und du auch. So, wir haben jetzt die Möglichkeit gegen Schilde gefunden. Einfach wegsprengen die Ärsche. Ich ergebe mich. Hände in der Luft. Siehst du? Und du hältst die Klappe. Blackgate wird uns nicht lange halten können. Dafür hat der Joker gesorgt. Dann wird's vielleicht Zeit für ein Hochsicherheitsgefängnis, das von Wasser umgeben ist. Du wirst doch nicht wirklich Arkham. An meiner Position wartet noch ein Blackgate-Häftling auf Abholung. Stecken Sie ihn in ein dunkles Loch. Du würdest doch nicht wirklich Arkham Asylum begrüßen, Batman, oder? So, schauen wir erstmal, wie die Lage hier ist. Was geht hier ab? Es sind keine Bullereien. Ärsche sind es trotzdem. Okay, erstmal vorbereiten. Unterbrecher. Der da ist auch bewaffnet. Unterbrecher. Und Unterbrecher. Leider können wir nicht die Waffenkisten direkt kaputt machen. Aber wir können uns nicht auf einen der Heftigen stürzen. Dann stürzen wir uns mal auf den da. Oh, ich wollte noch kontern.
Du denkst nicht mal daran. Okay, Schockhandschuhe und jetzt wird aufgeräumt. So, hinlegen und hinlegen. So, nächster Häftling ist da. Wie viele Kriminelle kann es in einer Stadt eigentlich geben? So, lass uns ein Trinken gehen, meine Entlassung feiern. Geht nicht, alles ist zu. Ach komm schon, irgendwas muss doch aufhaben. Denk doch mal nach, nach allem, was heute Nacht gelaufen ist, wer will da noch feiern gehen? Ich? Ja, dann viel Glück damit. Gibt's wirklich? Ich wollte gerade kontern, Mist. Ach, das ist genau der Falsche natürlich. Erstmal den Rücken ein bisschen massieren. So. Und du, mein Freund, gehst ins Loch. Du kannst mich wieder einbuchten, aber ich komm wieder frei. Darauf würde ich nicht wetten. Zumindest riecht er nie wieder was. Gordon, ich habe hier ein Paket, das Sie abholen können. Nächster ist direkt da hinten, auf der anderen Seite des Gebäudes. Dahinter, hinter der Brücke. Das war das Gebäude. Wie ist der Plan? Was meinst du? Schaut ihr euch irgendwas an? Was ist das? Haben wir jetzt wirklich den Typen unterbrochen? Das wollen wir natürlich nicht. Okay, dann ab nächsten Checkpunkt. Ich höre den Leuten immer gerne zu. Wer schreibt jetzt auf Discord? Keine Ahnung. Egal. So, Ziel war da. Andere Seite von der Brücke. Direkt rüber. Wie ist der Plan? Was meinst du? Schaut ihr euch irgendwas an? Irgendeinen Laden zum Auseinandernehmen? Ich meine, irgendwas muss hier doch steigen. Du bist 5 Minuten aus Blackgate raus und schon suchst du nach Ärger? Ärger? Ich brauche dringend Kohle. Mal sehen, was ich finden kann. Schauen wir mal. Der da ist doch sehr verlockend hier. Oh nein! Was hat der denn für ein Problem? Ich wollte gerade... Unterbrich meinen Block nicht! Vergiss es! Alter! War ein langer Tag für Batman. Alter! Unterbrich meine Kombo nicht! Das mag ich nicht! Mach Batman sauer! Jetzt! Jetzt Strom! Oh.
So, ins Gesicht. Hat er uns wirklich noch einen mitgegeben? Ich glaube, es geht doch nicht so riesig und sie sollte. Wie machst du das nur? Ja, bin ich. Der Joker hat mich auserwählt. Mich! Richte ihm schöne Grüße aus. So. Ich sowas von in den Arsch. Gut, er wollte Gordon irgendwas sagen, aber natürlich hat es dann nicht geklappt, weil die Typen dazwischen gelabert haben. Dafür werden die verprügelt. Alter, ich sollte mal anfangen zu. Ich sollte mal wieder lernen zu blocken. Du leg dich hin. Und du ich auch. Erstmal so ein Bitch-Slap ins Gesicht geben. Jetzt gehen wir zum nächsten davon. Danach geht das große Riddeln wieder los.